Herzlich willkommen direkt zurück. Wir sind immer noch dabei, unsere Linien neu anzulegen. Da wir in den letzten Folgen ja unseren enormen Streckenausbau vollzogen haben, legen wir jetzt komplett neue Linien an. Gleich wird auch eine der bestehenden Linien neu angelegt. So. Jetzt brauchen wir noch Linie 1. Wobei, wir könnten eine neue Linie mit Linie 1.1 einfach erstmal erstellen. Dann können wir das nämlich weiterlaufen lassen und können währenddessen schon mal währenddessen verdienen wir natürlich nur ein Geld. Wir müssen dann natürlich die Züge entsprechend anders aufteilen auf der Linie und so weiter. Und natürlich auch Züge auf die anderen Linien dann aufteilen. Habe ich da überhaupt den Bahnhof mitgenommen? Immer so weiter geht es hier. So. Den lassen wir aus, haben wir gesagt, wie die Linie etwas schneller wird. Ganz gleich müssen wir natürlich auch noch entsprechend Buslinien und so anlegen. Weil die ganzen Ortschaften sind natürlich noch nicht über Buslinie angebunden. So, in dieser Folge soll jetzt natürlich auch die Aufnahmequalität passen, also Videoqualität natürlich gemeint. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich festgestellt habe, sie ist zu schlecht. Gut, wir werden jetzt halt neuerdings diesen Zug einsetzen, erstmal fährt er schneller. Zweitens mal hat er mehr Leistung, drittens mal höhere Zugkraft. Gut, ein Minuspunkt höhere Betriebskosten und genauso lange Lebensdauer. Dann, wie viele Waggons sind beim anderen dran? 3. Sind da auch einmal 4 dran. 4 ist jetzt das neue 3. Da brauchen wir natürlich, haben jetzt auf der einen Linie 3, 4, 5, yay. Haben wir 3, 4. Ach, das heißt, wir werden 5 in beide Richtungen fahren lassen erstmal. Haben wir 10 Züge und natürlich auch kein Geld mehr, ist ganz klar.
haben wir da noch 3, 4, 5. So, und jetzt fahren wir die Linien natürlich schon mal an. So. Geht natürlich unser Geld erstmal total in den Keller, das ist ja ganz klar. Wir haben jetzt 9 Millionen oder 8 Millionen für Züge ausgeben alleine. Der erwartet hier auch bessere Zeiten oder was? So, jetzt hätten wir natürlich die bessere Variante für einen Zug. Das wäre die hier. Aber die können wir uns morgen noch nicht leisten. Aber natürlich ein wenig ein Problem. Ne, das ist jetzt auch wieder Fehler, die Weiche. Uns einmal ein wenig Geld leisten, das dann gleich zurückzahlen. Wenn es soweit ist natürlich. Durch das Fahrzeug im Weg. Oh, wenn's um. Eieiei.
haben wir es natürlich geschafft. Das ist natürlich der riesen Verkehrschaos geschafft. Ne? Aufwärts, jetzt sind wir leider gleich pleite. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, so viele Züge gleich auf einmal zu kaufen. Läuft das natürlich auch gleich und staut sich natürlich da nicht hinten dran alles irgendwie. Der letzte. Oh yeah. Jetzt haben wir noch einen Kesselwagen freigeschalten. Also es geht immer weiter voran. Jetzt müssen wir leider mal wegen Gewinn einfahren, was wir momentan noch nicht wirklich machen mit den Linien. Ersten beiden Linien wollte ich mal sagen. Und dann beiden da fehlen noch gar kein Zug. Also. Den Zug kann man noch machen. Den natürlich. Und den Einsatzzug kann man auch noch. Die müssen noch ins Depot. Dann ist die Linie frei von Altlasten. Da müssen wir auf jeden Fall die Weiche jetzt endlich mal reinfügen. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass wir die Weiche da nicht haben. Schon der Zug 2 da jetzt. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal wieder Geld, weil jetzt sind wir total im Minus. Und da ist der letzte Zug. Gut, auf der Linie 1.1 jetzt sind natürlich die Fahrzeuge schon in einen gewissen Abstand gesetzt. Also das braucht das Spiel von selber jetzt nicht mehr ausmachen, sondern haben wir jetzt halt schon gemacht durch diese Panne, mehr oder weniger.
Natürlich, jetzt brauchen wir Geld. Jetzt müssen wir erstmal laufen lassen, dass wir das Geld kriegen, weil jährlich 1,3 Schulden. 1,3 Millionen Schulden. Mehr als im Vorjahr. Na, das geht natürlich nicht mit einem Minus von 1,7. Wird immer schlimmer. Ah, jetzt sind es bloß nur 500. Das wird immer besser. Die fällt ja gleich mal 2 Millionen Gewinn. Ah, ja, gut, ne? Betriebskosten werden wir natürlich etwas reduzieren jetzt noch. Ganz klar. Frage ist: gut, 3 Achs haben wir, 2 neue Verbandswagen, den Mack haben wir. Einen 6-achsigen Personenwagen. Ja, knapp 700.000 Verlust. Das ist nur akzeptabel im Vergleich zu den 11 Millionen im Vorjahr oder den 6 Millionen hier. Also der Gewinn wird wahrscheinlich dieses Jahr steigen. Habe ich das Gefühl. Gut, die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei. Ich lasse trotzdem nochmal weiterlaufen. Aber ich könnte schnell die nächste Folge noch dranhängen. Also bis dahin, euch noch einen schönen Tag.